Ich hatte am Anfang ein Riesenproblem damit, den Klopper zu duzen. Die erste Woche habe ich richtig Probleme gehabt, weil bis dahin hieß es immer wieder nur Sie-Trainer oder Sie-Coach. Ja, und beim Klopper war das Du-Klopper. Und das war genau das, was ich da aber bei ihm gelernt habe. Also dass Duzen oder Siezen nichts mit Respekt zu tun haben, sondern Respekt kann man sich auf andere Art und Weise verschaffen. Und war der richtig gute Vorbild, wie er mit uns gesprochen hat, wie er nach Rückschlägen, aber auch nach guten Ergebnissen uns immer wieder dann entweder positiv aufgebaut hat oder dann auch, sage ich jetzt, zu Sau gemacht hat, ohne dass man aber da Gefühl hat, einfach man ist nichts wert, sondern das war immer aufbauend und immer positiv, immer zielgerichtet nach vorne, und das war natürlich großartige Erfahrung.